kleine Computer hier hat ein Spiel drauf. Da bist du dein eigener Delfin. Und du kannst ihn nennen, wie du willst. Warte mal, wie meiner heißt. Wie? Ted. Sollte mich nicht irgendwer mit den Peitschen da auspeitschen? Mann, der will echt den Arsch versohlt bekommen. Und bist jetzt zufrieden? Peitschenmeister? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Kaffee, ja, das klingt gut. Wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz. So wie eure Ärsche gleich. Wie hast du dich aus der Fessel befreit? Hallo? Ja, hey, wie läuft die Folter so? So hört ihr euch an! Was? Ihr faulen Säcke! Oh. Schlagt das Folterhandbuch bei Kapitel 1 auf. Spart euch das, der Dreizack, Handhabung und Allgemeines. Also gut, habe ich eure Aufmerksamkeit? Aha. Wow! Satan hat mich als Berater engagiert, damit ich euch Feuer unterm Arsch mache, denn offensichtlich reicht echtes Feuer nicht aus. Ist er tot? Gary, pass auf! Jesus Christus! Ich gehe davon aus, ihr habt alle Kapitel 1 aufgeschlagen. Oh. Jawohl! Ja, gut, reißt alle Seiten raus. Ich will, dass ihr die Seiten nehmt, sie zusammenrollt und dann will ich, dass ihr euch die Seiten tief in den Arsch steckt. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr sie wieder aus euren Ärschen rausziehen, denn wie es aussieht, macht ihr das mit euren Ideen für Folter genauso. Ihr zieht sie aus dem Arsch. Gary, du musst das nicht wirklich tun. Jeder sucht sich eine neue Seele aus. Ihr werdet diese Seele kennenlernen und dann für jede einzelne eine individuelle Foltermethode entwickeln. Eure Ideen müssen mich umhauen. Aber vor allem müssen sie ihn umhauen, denn wenn nicht... Dann nehme ich euch die Hörner und mache euch zu gequälten Seelen. Wo kann ich mich duschen und diese Scheiße abwaschen? In der Durchfalllagune? Durchfalllagune ist keine Option für mich. Der Säuregehalt ist wie ein Gesichtswasser. Ich will keinen Durchfall auf mir, ich brauche eine saubere Dusche, sauberes Wasser, um diesen Mock abzuwaschen. Es gibt den Eselwichse-Wasserfall. Eselwichse-Wasserfall? Ja. Kann mich einfach jemand anpissen? Ich will das abhaben, ist mir egal, wenn's pisse ist. Ich mach's. Kein Problem. Oh ja. Neue Foltermethoden. Nackte Frauen titten. Ja. Schön. Gary, hast du die ganze Woche nur Pornobildchen runtergeladen? Nein. Ja, aber nur dieses eine Bildchen. Sehr verstörend, Benji. Du könntest eines Tages meinen Kurs anleiten. Vielen Dank. Viel zu viel auf einmal. Qualität, nicht Quantität. Ich bin T-Head. Mein Opfer liebt Golf. Konzentrier dich auf seine Ängste, nicht auf seine Hobbys. Aber sonst ein Hole-in-One, VC. Sehr gut. Dann hast du dir sicher schon eine richtig tolle Folter überlegt, oder? Ja, ich werde der Tacker im Kopfkerl sein. Fuck, Alter! Also machst du genau dasselbe wie VC, mit dem Unterschied, dass du kleine Tackernadeln benutzt. VC macht einfach nur Hellraiser nach und das ist anscheinend allen egal. Was er tut, ist eine Hommage an Hellraiser. Du hingegen, du kopierst einfach nur blind VC. Es ist eine Parodie, damit bringe ich ihm quasi Respekt entgegen. Ah, Respekt ist... Ich hab nichts, okay, Troy? Ich habe absolut nichts. Hilf mir, bitte hilf mir. Ich brauche Hilfe. Stimmt was nicht, Gary? Nein, alles ist super. Meine Folter ist so krass, sie bringt mich zum Weinen. Die werden alle gar nicht wissen, was sie getroffen hat. Okay, gute Einstellung. Nice. Ich bin T-Head. Ich weiß, okay? Ich weiß, verpiss dich jetzt. Was soll ich denn jetzt tun? Denk einfach an was Grauenvolles aus deiner Kindheit.